Hallo, hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods, nochmal in Biberfelde, aber bloß weil ich gerade in Biberfelde, also mit Biberfelde gerade was gemacht habe, was noch geheim ist, also ein Video quasi, es ist, kommt raus, wenn es fertig ist, aber daher, dass ich gerade ein bisschen angepisst bin, was ist angepisst, Martin? Was? Weg, weg, weg. Und da eben war ein Missgeschick, es, weiß nicht, ging nicht. War kaputt. So. Meine Steuerungstaste geht nicht mehr. Das ist doch kacke. Meine Steuerungstaste und meine Enf-Taste sind kaputt. Das erklärt mir mal. Falls ihr Ideen habt, warum, wie das passiert ist, schreibt es in die Kommentare. So ein Scheiß. Und außerdem muss ich mich dafür noch, warum entschuldigen, ne? Aber ich muss ja meine Freizeit selbst einteilen, wie... Ja, wo ist sie? Ach da! So. Dass jetzt in letzter Zeit so unregelmäßig Videos kommen, das tut mir so leid. Aber ich habe immer so viel um die Ohren. Achso, war das mit NA? Oh, Kreislauf mit NA. Okay. Ich muss mir hier das sowieso noch alles hinlegen. Hallo? Dich hätte ich gern auf der 3. Hätte ich gern den 3, das 3 in F1. Aber nach hier. Die Polizei hätte ich gerne auf die 1. Na, Quatsch! Auf die 4. Glaubst du wohl. So, die Drehleiter habe ich schon rausgeholt. Wieder parken. Das lege ich mir auf die 2. Die 4, also das LF von der 4, kommt auf die 6. Das 1er-Schild hier zum Ausrücken kommt auf die 1 natürlich. Und Wache 3 kommt so auf die 5. Guti. So, dann warten wir mal auf das NEF. Ich kann euch ja gleich noch erzählen, warum ich... Also, Anton ist gerade ein bisschen angepisst. Weil Anton doof ist. Kennt ihr, ne? Ihr wisst, Anton ist doof. Anton ist ab und zu echt doof. Und jetzt war Anton ganz besonders doof. Für dieses Video habe ich 3/4 Stunde oder vielleicht auch 1 Stunde aufgenommen. Beende alles. Und habe festgestellt, hups, du hast ja gar nicht aufgenommen. Habe ich einfach mal vergessen, den Aufnahme-Button zu drücken. Applaus, Applaus für diese Leistung. Und daher, dass ich euch das jetzt einfach kurz mal mitteilen wollte, nehme ich jetzt einfach nochmal eine Runde Biberfelde auf. Ich hoffe, es stört euch nicht. Je nachdem, wie viel ich jetzt aufnehme, Dienstag oder Donnerstag kommt dann was anderes, aber ich will auch nichts versprechen. Also es kommt was anderes, 100 Pro. Aber ich kann nicht versprechen, ob da schon wieder was kommt, weil ja, ich momentan ziemlich viel um die Ohren habe, sagen wir es so. So. Komm, Neff, gib schon. Schneller, Neff. Boah, ist der schnell unterwegs. Komm, park mal da. Zack. Einmal. Kannst auch das Blaulicht ausmachen. Du genauso. Braucht ihr hier jetzt nicht unbedingt. So. Nach da. Mach mal ein bisschen flotti Galoppi hier. So, du kannst schon mal den ÖTV-Start klar machen. Schon mal umdrehen. Weil ich lade den, wenn er umgedreht hat. Ein und behandle ihn im RTW weiter, würde ich fast behaupten, weil, keine Ahnung, frag mich nicht. So. Dann haben wir den Einsatz schon mal abgearbeitet, den ersten. Und dann der erste ist ja immer ein bisschen zäh, da dauert das immer ein bisschen lange, bis weitergeht. Wo fahren wir hin? Ja, Waldkrankenhaus. Komm. Im RDB. Achso, vielleicht braucht er gar keinen Notarzt. Ah, ein kleiner Möppel. So. Einmal bitte Fettrett zur Einsatzstelle. Kommt der von hier oder kommt der von hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Eigentlich kommt er von hier, ne? Richtig? Ich glaube. Ich glaube. So, dann machen wir hier mal ein bisschen auf die... Drücken wir mal ein bisschen auf die Tube, ne? Kann der NA sich schon mal wieder freimelden. Das kriegen sie auch alleine hin, bis der ITW da ist. Status 2. Kannst dich schon mal...
Ja, hier hinstellen. Bis der ITW da ist. Da ist er auch schon. Tatütetört, tütetört, tütetört. Der Intensivtransportwagen. Tüter, Tüter. Ach ja, hatte der Patient denn. Fahrzeug 31. Ja, sieht man ja. Oh Gott, oh Gott. Oha. Oha. Das hat durchgehauen. Einmal so komplett durch den Raum geflogen gerade. Da ist er. Tatütata, tatütata. So, einer reicht. So, holst dir mal einen Trager. Du holst dir mal einen Trager, bitte. Rettungswagen Biberfelde. Nee, warte mal, Rettungsdienst steht da. Rettungsdienst Biberfelde, da steht nicht Rettungswagen. So, dann leg ihn mal ab. Das ist so. So, ja, das ist ein grüner. Das sieht man, dass das ein dicker Lee ist. Naja, aber wir wollen hier nicht rassistisch sein. Wo fahren wir hin? Abfahrt. Der fährt ja mit offener Klappe, das geht ja gar nicht. Tschüss. So, begleiten wir den nochmal, damit wir den schnellstmöglich abgearbeitet haben, weil dann haben wir hier so circa 6-7 Minuten gebraucht für den ersten Einsatz. Wuhu! Mann, 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 halbe Folge damit verbracht, einen einzigen Patienten zu versorgen. Geil. Alter, ich bin begeistert. So viel haben wir ja noch nie geschafft in dieser Zeit, ne? So, was könnte man sich denn noch mal machen? So, und sehr schön. Sieht man ihn noch? Da ist er. Vergiss er. Ha, weggeploppt. Einfach weggeploppt. Einsatz abgearbeitet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tüdürön, tüdürön, tüdürön. So. Also bei dem Video, was ich jetzt mal so anspoiler, es ist ein recht kurz. Nein, nicht noch ein. Ja, da lohnt sich das nicht, die FF zu rufen, weil. Apoplex, Schlaganfall. Ah, da werden wir noch was machen, da holen wir Christoph einfach mal. Einsatz für den Christoph 31. Christoph steht da gleich, theoretisch. Theoretisch, theoretisch. Hallo, Christoph. Christoph. Christoph kann man immer gebrauchen, ne? Schlaganfall. So, du behandelst den mal ganz schnell. Du parkst mal. Aber wo, ist jetzt die Frage. RTW hier. NEF, NEF. Achso, muss erstmal einer von euch aussteigen. Oder auch beide, du kannst da zugucken gehen. Du parkst das mal da. Dann haben wir das einmal abgegrenzt und behindern auch noch nicht die Feuerwehr. Noch nicht. Wenn Christoph kommt, der wird hier landen. Hätte ich gerne nochmal Pol da. Zu, dazu, dazu, dazu. Nehmen wir die beiden Streifen Wägelchens hier. Einer für hier, einer für da. Da ist er. Der gute Christophorus. Wieso fahrt ihr da hinten lang? Seid ihr doof? THVU? Oh, 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 oh. So, Einsatz für den und für alle drei von denen. Abfahrt. Gib Gas. Ich hoffe, ich krieg den noch gerettet. Gerettetettet. Gerettetetetetetet. Kommt schon, Leute. Kommt, gib Gas. Hoppadudel. So, du landest jetzt hier. Ihr drei, einmal bitte dran vorbei. Einmal da dicht machen. Du einmal da dicht machen und bleibst hier stehen. So, wo bleibt denn die Feuerwehr? Ach du Kacke, stimmt, meine Steuerungstaste ist ja kaputt. Ha, Anton, du bist so schlau. Du bist so schlau. Keiner geht in den Gefahrenbereich.
Das hätten wir sogar schaffen können. Oh, ich habe wieder vergessen, dass meine Steuerungstaste kaputt ist. Oh, lecco mit mio. Geh mal auf die 3. Ich brauche doch bloß einen, der hier dicht macht. Zack. Also ein bisschen knapp hier, ne? Ist ein guter Pilot, würde ich fast behaupten. So, hol mal deinen Teschkin. Komm. Schnellangriff. Hau durch. Schnellangriff. Mach hinne. Ah, fuck. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ach, Manno. Gut, dann kann der 1er wieder Status 2 machen. Der 2er bleibt hier. Und fängt an zu schneiden. So, du mit dem. Absitzen. Schere. Du kümmerst dich um den. Ihr stellt euch nach hier. Du kümmerst dich um den da drinnen und du holst den auch mal ein bisschen dichter. So, dann fangen wir an zu schnippeln. So, Trage holen. Töt. Ich übernehme, Kollege. So. Komm, hier brauchen wir noch mal ein bisschen Polizei. Nehmen wir beide direkt. Siehst du, das ist das Doofe, wenn man vergisst, dass seine Steuerungstaste kaputt ist. Habt ihr eben gemerkt, ne? Ah ne, falsch rum. Einer von euch geht da rein und du bestimmst Position. Das ist auch ein bisschen doof, dass der Gruppenführer sitzt ja theoretisch da drinne. Ganz theoretisch. Dann müsste man auch theoretisch auch von hier aus das steuern können, was der macht, was der sagt. So wie bei denen, was? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ne? So, ein Streifenwägelchen nach hier. Beziehungsweise da. Und der andere, ja, der kann da stehen bleiben direkt. Zack. Verkehr umleiten, du gehst schnell die beiden Autos da wegmachen. Zack. Du gehst noch die Autos wegmachen. So, du einmal bitte den. Wie geht's ihm? Ihm geht's gut, dann übernimmst du den. So, du bitte einmal Trage. Das ist aber tragisch. So. Und so. Guti. So, ihr habt übernommen. Wir fliegen. Diesen Schlaganfall. Oh, Juno hat sich gemeldet. Ich bin B und geistert. Sogar schon fast ein bisschen fair. Nein, hörst du auf. Ich bin ein Held. Jetzt werden die so fast nach Hause gefahren. So, Status 2 und Status 2 und du ab ins Krankenhaus und du gute 2. So, ihr nehmt euch den mit. Ich hoffe, ich brauche keinen zweiten NA. Würde ich doof finden, ganz ehrlich gesagt. Ihr beide da rein. Ja, Feuerwehr kann schon wieder abrücken. So, hier muss ich noch einstellen, dass der immer mit PA ausrückt. Du rückst auch bitte immer mit PA aus, also für Brandeinsatz. Du auch. Und bei dem ist es eigentlich situationsbedingt, ne? Naja. Ach, guck mal, ich stehe dem im Weg, ne? Ist ja doof. Doof gelaufen, würde ich fast behaupten. So, wir fahren... Medikus Klinikum. Ob mit oder ohne NA, das steht noch nicht ganz fest. Mit Notarzt. So, du... wieso hast du deine Waffe gezückt? Steuerung. Jetzt muss ich immer das rechte Steuerung nehmen. Ist übel kacke. So, ach, ja, Medikus Klinikum. Ist richtig. Gut. Weiträumig abgesperrt. Abschleppautos sind auf dem Weg. Der ist abgearbeitet. Der hier ist auch abgearbeitet. Was macht die da? Kannst hier mal so... Oh. Tu mal wenigstens so... Na, gut, dann halt nicht. Tu halt nicht so.